was in diesem Video passiert. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der letzte Teil, wie stabil ist ein Backofen, hat euch wirklich sehr gut gefallen und innerhalb kürzester Zeit über 10.000 Daumen hoch erreicht. Das bedeutet, ihr wollt noch einen Teil sehen und heute gibt es, wie stabil ist eine Waschmaschine? Ich zeige euch erstmal die Waschmaschine. Das ist das gute Teil von vorne, von der Seite, von hinten, von der anderen Seite, von oben. Und schaut euch das mal an, die ist von Bosch, das bedeutet deutsche Qualität. Ah, schon ein bisschen vergammelt da drin. Ansonsten funktioniert die Waschmaschine nicht mehr, deswegen werden wir die heute auch schön zerstören. Und schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber... Boah, das ist da ganz schön geschimmelt. Ah, jetzt könnt ihr das auf... Boah, ich habe die Schimmelluft gerade eingeatmet. Alter, das Ding hat schon 2 Jahre lang niemand geöffnet, ey. Also, falls morgen kein Video mehr kommt, wisst ihr Bescheid, da bin ich gestorben. Man kann mit der Waschmaschine übrigens nicht nur Wäsche waschen, sondern man kann sie auch als Sitz oder Bett benutzen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Sitzen, hocken, stehen, liegen, entspannen, Beine breit, nicht so entspannt. Johnny, wenn er schläft. Ja, wie ihr sehen konntet, eignet sich die Waschmaschine wirklich sehr gut als Möbelstück. Aber man kann damit auch Sport machen, und zwar Bockspringen. Ja, wie in guten alten Zeiten damals in der Schule. Ich zeige euch das mal. Bisschen Anlauf nehmen und let's go. Ah, krieg ich eine 1? Ja. Ach ja, falls ihr irgendwann noch ein Teil wie stabil ist sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn dieses Video wieder 10.000 Daumen hoch erreicht, wird es irgendwann noch einen Teil geben. Und falls ihr Johnny Hunt noch nicht abonniert habt, abonniert Johnny Hunt und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Gut, Freunde, wir haben jetzt ein bisschen herumgealbert, aber kommen wir jetzt zum Ernst der Tatsachen zurück. Und zwar, wie stabil ist die Waschmaschine? Als allererstes werden wir jetzt mal testen, ob die dazu geeignet ist, Stress auszulassen. Die Waschmaschine hat ja hier zum Beispiel diese Schublade oder den einen oder anderen Knopf, Drehknopf und dieses Teil hier. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn man so richtig wütend ist, kann man da seine Wut schon auslassen. Aber ob die Waschmaschine das überlebt, das testen wir jetzt erstmal. Wir machen einen schönen Wutdurchgang. Let's go! Hast gut gemacht. Ich dachte, das fliegt nicht raus, aber nicht so schlimm. Wir können es wieder einsetzen, bestimmt. Schublade hat den Test bestanden. Die Tür hat den Test nur zur Hälfte bestanden, weil die ist jetzt kaputt. Schaut euch das mal an. Ey, ich kann die hier nicht mehr zumachen. Also die hält einfach nicht so richtig. Aber so ist schon okay. Geben wir der Waschmaschine jetzt noch ein paar Kicks. Oh mein Gott. Tür ist abgefallen, aber Johnny, der Handwerkerkönig, hat die Tür wieder repariert. 1A. Ich würde sagen, als Kickboxer eignet sich die Waschmaschine echt gut. Ey, Freunde, ich sag's euch, die Waschmaschine, die ist so vielseitig. Schaut euch mal an, was für ein Riesenloch die da hat. Wisst ihr, was man damit machen kann? Man kann da richtig geil Sachen reinwerfen und somit auch seine Wut rauslassen. Wie das dann genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also ihr nehmt euch zum Beispiel so ein Thanos. Dann nehmt ihr ein paar Meter Abstand und dann feuert ihr den einfach mit voller Wucht da rein. Oh, nicht getroffen, aber Thanos hat Spaß gemacht, wie es aussieht. Ey, der hat sich einfach weiterentwickelt und zwar von Thanos zu Wurfstern. Und eingelocht. Thanos ist drin. Oh, schaut euch das doch an. Einfach das Teil hier abgeflogen. Was ist das hier für ein Schalter? Das ist bestimmt irgendein Abfluss, oder? Keine Ahnung. Machen wir einfach wieder dran. Ja, sieht aus wie neu. Gut, Freunde, jetzt aber wirklich genug rumgealbert. Nehmen wir als erstes den Baseballschläger und dann verpassen wir dir erst ein paar Schläge und mal schauen, wie gut die das aushält. Let's go.
Ja, Mann. Oh, da habe ich doch mehr kaputt gemacht, als ich kaputt machen wollte. Man nennt das auch, man ist übers Ziel hinausgeschossen. Boah, die Waschmaschine ist hart und das kribbelt schon ein bisschen in den Händen, wenn ich mit dem Baseballschläger da drauf schlage. Schauen wir uns mal den Schaden an, den wir angerichtet haben. Also hier oben die Bedienungsleiste, die ist nicht mehr wiederzuerkennen. Schaut euch das mal an, wie das hier aussieht. Es sieht einfach aus wie so ein Computer, ne? So ein paar Platten da. Ansonsten hier am Rand schöne Delle reingeschlagen. Auf der anderen Seite auch wirklich sehr schöne Dellen eingeschlagen. Und dort auch. Schöne Dellen, so kann es auch weitergehen hier. Als nächstes nehmen wir diese High-End-Gaming-Tastatur und schlagen damit mit voller Wucht auf die Waschmaschine. Mal gucken, wer es überleben wird, die Tastatur oder die Waschmaschine. Ich bin gespannt, let's go. Okay, 3, 2, 1. Oha, die Tastatur, die hat das besser überstanden, als ich gedacht habe. Es sind nur ein paar Tasten rausgeflogen. Aber kein Problem, wir legen jetzt hier oben so auf die Waschmaschine. Dann nehmen wir den riesigen Vorschlaghammer und hauen da mal von oben drauf. Ich denke mal, dass die Tastatur plus Waschwassermaschine zerbersten. Okay, fangen wir an. 3, 2, 1. Oh ja, ich würde mal sagen, das war ein erfolgreicher Schlag. Schaut euch das mal an, wie der Deckel von innen aussieht. Einfach so eine Spanplatte. Ansonsten, hier haben wir halt die die Bedienung. Trommel ist da und so viel ist da gar nicht mehr in der Waschmaschine, ne? Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, aber so viele Teile sind da gar nicht drin. Aber die Trommel, die ist schon ganz schön riesig, wie es aussieht. Die Waschmaschine kriegt jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was ab, würde ich mal sagen. So, wir nehmen uns jetzt mal hier die Tür, legen die hier oben drauf. Die ist ja aus Glas und das ist ganz schön dickes Glas. Ich werde das jetzt mal kaputt machen. Aber ich mache erstmal vorsichtig, erstmal langsam, denn wir wollen ja hier auf Nummer sicher gehen, ne? Und dafür nehmen wir hier die gute alte Spalte. Let's go. So, erstmal ganz vorsichtig. Oh, das war unerwartet. Ich habe echt so leicht da drauf geschlagen, aber das Ding ist nicht so robust. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, hier sieht's immer schlimmer aus, aber Scherben bringen ja Glück. Nehmen wir als nächstes mal die Spitzhacke, die habe ich auch schon sehr lange nicht benutzt und dann schlagen wir damit so hier oben da rein und mal schauen, ob die durchkommen wird, aber ich denke mal schon, die ist ein ziemlich harter Brocken, erstmal hier mit dieser Seite. Schmeiß mir den Motor an. Ah, die ersten paar Schläge sind nicht durchgegangen, aber dann der letzte, schaut euch das an. Die Spitzhacke hat mich nicht im Stich gelassen und, schöner Schlitz, ey, der kann sich schon sehen lassen. Da war einfach noch Wasser drin, ich glaub's ja gar nicht. Boah, das ist bestimmt schon so vergammelt. Ach, als nächstes bearbeiten wir jetzt nochmal die Seite, denn ich will auch sehen, wie es von unten aussieht, ne? Boah, stabiler als ich gedacht habe, aber hier gibt schon so langsam den Geist auf und ansonsten hier auch. Oh, richtig,
richtig heftig verbogen. Boah, nicht schlecht. Oh, ich muss sagen, so eine Waschmaschine, die ist schon doch ganz stabil. Guckt euch das Teil mal an. Das haben wir auf jeden Fall richtig gut bearbeitet. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Ich hatte heute richtig Spaß und ich fühle mich jetzt auch richtig gesund. Am Anfang des Videos habe ich mich so ein bisschen krank gefühlt, aber jetzt, nachdem ich die Waschmaschine zerberstet habe, meine Wut ausgelassen habe, fühle ich mich richtig gut. Müsst ihr auch mal so in der Art machen. Ah, nicht mit der Waschmaschine, ey. Okay, Freunde. Das war's für heute. Ich habe euch lieb. Oh, der Wind kommt. Gehen wir schnell rein. Euer Johnny Hunt. Du räumst auf. Ciao.